Die Radiologie ist ein ganz zentraler Kooperationspartner und ganz zentraler Therapeut, eben bei sowohl den vaskulären Erkrankungen, also Gefäßerkrankungen, die können an Bein sein, die können aber auch im Kopf sein, aber auch bei den Tumorerkrankungen, die eben auch behandelt werden können. Und so ist die Radiologie heute eben nicht mehr nur das Fach, was die Erkrankung diagnostiziert, indem man eine Röntgenuntersuchung, ein CT, eine Kernspin-Untersuchung macht, sondern ist eben auch das Fach, was die Erkrankung dann gegebenenfalls auch therapieren kann. Die Stärke der Radiologie am Uniklinikum Düsseldorf ist ganz sicher die Größe der Abteilung und die Subspezialisierung. Das heißt, Sie haben Spezialisten für jede Fragestellung im Uniklinikum Düsseldorf in der Radiologie zur Verfügung. Das ist ein Spezialisierungsgrad, der sich so sonst sehr selten findet.